Willkommen zurück zu Arx Fatalis. Wir befinden uns immer noch in den Zwergenminen auf der achten Ebene. Ja. Da war ja die Krypta, das war toll. Und wir versuchen irgendwie Mithril aufzutreiben und Mithril zu verarbeiten. Nanu? Ah, noch ein Grund, warum es nicht funktioniert hat mit der Verzauberung. Ich habe das nämlich erstmal auf Halde. Okay. Moment, kann ich das bei allen machen? Interessant, okay. Gut, jetzt mal schauen. Wir haben... Was habe ich gemacht? Genau, ich habe jetzt mal den dummen Stein wieder zurückgetragen und habe ihn in dieser Bergabbaugeschichte nochmal diesen komischen Apparat geschmissen. Wir haben nämlich 4 von diesen Steinen. Hier brauche ich aber nur 2. Eins brauchte ich da... Obwohl, ich habe noch einen. Genau, ich habe wieder Stein der Kraft. Einen haben wir verschwendet, um das zu zerquetschen. Da haben wir das Viehblatt gemacht. Zerstampft. So. Dann habe ich gesehen, hier brauche ich nur 2. Habe ich noch einen übrig. Also muss er in die letzte Maschine. Und die letzte Maschine war ganz im Osten. Also steige ich nochmal rein. Und Ausgang heißt natürlich Warenausgang. Da wird es abgebaut und dann kommt es weg. Und das Geräusch war natürlich nicht zerkleinern oder zu einem Stinks, zu einem Brocken machen. Jetzt hätten wir die ganze Apparatur nicht. Und dieses komische Geräusch war natürlich ein Teleporter. So, und jetzt suche ich den Stein. Und entweder ist er hier in den Maschinen oder wir haben noch einen Stein, genau. Hier steckt aber schon Energie drin. Hier müssen wir wahrscheinlich Barren und Schmelzen oder so und Barren machen und dann die Schmiedeform. Das ist also alles falsch. Oder? Genau, jetzt müssen wir wieder zum Anfang zurück. Denn dort hatten wir ja den Stampfer. Vielleicht müssen wir erst zerkleinern und dann die zerkleinerten Teile können wir dann verarbeiten. Das ist jetzt mein nächster Plan. Und ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal diese gottverdammte Waffe geschmiedet bekommen. Wir können es jetzt wohl entscheiden. 2 Händer oder 1 Händer? Ich würde sagen 1 Händer. Weil 2 Händer können wir garantiert nicht tragen. Wenn wir Glück haben, können wir den 1 Händer tragen. Na gut, mit Segnungen könnten wir den schon in die Hand nehmen. Oh, Halleluja, ey. Oder ist das nicht der Stein? Doch, da hinten steht er. Da war nämlich auch ein Eingang. Genau, da wird er jetzt geschmolzen oder sowas. Okay, wir speichern das. Und jetzt... hier ist Eingang, Wareneingang. Ganz im Osten war Ausgang, Warenausgang, wird raus teleportiert und dann wird es hier zerstampft. So, Wareneingang. Jetzt mal bitte keinen Ärger machen. Na? So. Der... Naja, nicht so ganz. So vielleicht. Auch nicht so ganz. Kann man die Leiche da wegräumen, oder? Ach, das wird schon reichen, oder? Wenn es so grob... Wir lassen es mal so. Speichern das ab. Jetzt muss ich wieder hoch. Halt, erst die Energie aktivieren. Okay. Strom ist da. Dann hoch zu's. Warum man da nach oben muss? Man fragt es sich, nicht? Man fragt es sich. Doch wie ist die Antwort? Unergründlich. So, jetzt macht da bitte was Kleines draus. So, heute noch. Ah, sauber, Leute. Mithril brauchen kleine, verarbeitbare Stück Mithril. 1, 2, 3, 4. Sauber. Wir brauchen ja 2 von den Dingern. So, jetzt haben wir Mithril. Jetzt sind wir hier fertig. Jetzt können wir zurück zur Schmelze. Ne, zur Schmiede. Okay, wenn es zerstampft, müssen wir das Ding wieder einschmelzen. Das geht wohl in der Schmiede. Und dann... Oder erstmal zerkleinern. Es ist ja 2 und 2 brauchen wir, ne? 2 und 2, war das richtig? Und plötzlich einen starken Stein. Okay. Die Maschine schmilzt das Erz, um gleichermaßen Rohmetall zu erzeugen. Das brauchen wir. Folgende Schritte führen zum Erfolg. Man platziere einen starken Stein, also einen Stärkstein, haben wir gemacht. So. Man schiebe 2 große Erzstücke. Das sind wohl. Also der große Brocken war zu viel. Das sind jetzt Erzstückchen. In den Ofen. Jedoch keine 2 von unterschiedlicher Sorte. Egal. 2x2 haben wir. Sollte die Notwendigkeit entstehen, das Metall zu binden, muss man eine Reagenz hinzufügen.
Also hier müssen wir zwei Sachen drauflegen. Ich schätze mal, wir müssen gebunden werden. In die Mitte das Ei und links und rechts der... Oder? Kann man das... Ja, das kann man irgendwie so anklicken. So, werden sie so gebunden oder wird da oben dann der Barren da... Ich habe keine Ahnung. Aha, da waren es also doch die... Da lagen also doch drei Eier in so... Dingensgleichen darum. Gut. Ah, ich habe keine Ahnung. Das sind die falschen. Wo sind die unsere Brocken? Stück Metall. Wir hauen die mal weg. Achso, geht wieder nicht, ne? Egal. Wo ist unser Metall? Ich hab's doch aufgenommen. Hier. Junge, Junge. Okay. Ein Brocken hier, ein Brocken da. Sag nichts, something's wrong. Something's wrong. Ach ja. Dann müssen wir die alle da reinschmeißen. Ich raff das einfach nicht. Wo ist denn der Scheißdreck hin? Aber hier sind noch zwei Stück. Ich brauche zwei Stück. So, was kann ich hier rein? Kann man das aktivieren? Muss das Ei hier rein? Wenn da mal dran stehen würde, wofür man was braucht. Einmal, zweimal. Idiot. Aufheben. So, jetzt rein damit. Ey, ich krieg gleich einen Anfall. Mach hinne. So ist fein. Und schon gar kein Idiot. Wirklich der Idiot? Ah! Weg ist es. Ah! Oh, wir zwei Metril bauen. Schnell lesen. Es funktioniert wie ein Schritt weiter in diesem Irrenhaus. Maschine gemacht. Zwei große Erzstücke, keine Zeit und Blecken zum. Okay, na, Metall zu binden. Muss man eine Reagenz hinzufügen. Oh oh. Kann man sie jetzt noch hinzufügen? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Komme ich jetzt nicht ins Fernsehen? War das falsch? Wahrscheinlich, ne? Ich versuch's nochmal. Mit Ei. Hm. Und ein Ei. Klack. Barren mit Ei. Nö. Reagenz. Hier. Oder sind das die in der Anweisung? Magie, Alchemie. Ne, wo ist denn der andere Buch? Genau, müssen wir hier was dazu machen? Drachenei ermöglicht der Waffe, das Element Schaden zu nehmen, aus dem sie geschaffen wurde. Beispielsweise kann eine mit einem Drachenei verzauberte Eisenwaffe. Eisen. What? Was sagt denn das Tagebuch? Schon ein Drache, uninteressant. Dass ich aus Metrill herstellen muss, da dies das einzige Metall ist, das ich mit fremden Legierungen wie Kolktpulver bindet. Natürlich stimmt das auch. Natürlich. Oder ich das. Wir laden das nochmal. Ach, leck. Wie soll ich das nicht. Ich verstehe es nicht ganz. Wo muss ich denn die Barren machen? Muss ich da das Ei dazu packen? Muss ich da das. Kolkspulver mit reinmachen oder muss ich einfach nur Barren herstellen? Und das eine ist was Allgemeines, wie man Waffen herstellt. Und das andere erzählt mir, wie ich die Superwaffe herstelle. Das eine Buch hat ja mit den Anweisungen im anderen Buch nichts zu tun. Oder doch? Fragen über Fragen. Mir platzt gleich der Kragen. Kannst du nicht mehr tragen. So. Kannst du einfach vorangehen, das wäre auch nicht schlecht. So, hier sind wir wieder. Da haben wir den Müll im Gepäck, jawohl. Jetzt speichere ich sie ab. So, einmal. Rein in die Jute. Armschalker. Erster. Zweiter. Und lecker Kolkpulver dazu. Oh. So, 1, 2, 3. Vorbei. Mmm, das wird lecker. Haben wir jetzt ein Kolkpulver? Oh.
Mithrillbar mit eingearbeitetem. Das klingt doch vernünftig, oder? Kultige Stein. Kultige. Machen wir vielleicht nochmal eins mit Ei? Aber es hat nicht funktioniert, ne? Machen wir lieber ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken! So, rein da. Aber zack, zack. Komm, lecker Ei. Ei, Ei, Ei. Ich glaube, das Ei hält die Hitze aus, ne? Das ist, glaube ich, schlecht. Das machen wir nicht nochmal. Oder kann man so eine Eiwaffe machen? Ne, eben nicht. Kann man die aufknacken? Kann man die zerhacken? Die Ei. Komm, Ei, Ei. Muss man streicheln? Ne, muss man nicht. Also, Retour. So, wir haben jetzt einen komischen Barren. Ich brauche zwei Barren. Ach, ich habe noch mehr Kolkpuder. Ah, intelligent. Achso, ich habe gar keinen. Moment mal, ich habe es gespeichert. Ach komm, dummes Spiel. Mach mich fertig hier. So, und jetzt? Nö. Es wird dann verbraucht. Ich habe nur einen Versuch. Dann habe ich einen Barren. Ich brauche noch zwei Barren. Vielleicht auch nicht. Mithrilbar mit eingearbeitetem Kolkstein. Und was mache ich hier? Was mache ich hier? Das Ei zerkleinern. Das ist ein Eierzerkleinerer, oder wie? Something is wrong. Ach nee. Ja, was muss ich denn hier machen? Das ist doch mal logisch. Also hier haben wir auf jeden Fall die Dinger. Ja, ist mal ohne Witz. Also ich packe jetzt Zeugs rein, dann kommt hier gestampft, wird dann Barren draus. Was ist das für ein Quatsch? Hier wird es erhitzt, dann ist er, ne? Dann blubbert es. Also nicht in irgendeiner Form, das ist doch völlig losgelöst. Von jeglicher Logik. So, was müssen wir jetzt machen? Wo, welches Superl hätten sie? Ja, da reinschmeißen. Neben nicht. So, und jetzt? Was mache ich mit dem Barren? Und wo kommt die Form hin? Perfekt. Bisschen mehr mittig und dann haben wir es. Weil du musst links und rechts eine Form. Und oben muss dann der Barren rein. Und da werden da zwei Waffen draus geschmiedet. Oder wie oder was? Ich raff das alles nicht. Komm. Mach am Schlager. Der Junge, ne? Der ist so fertig mit der Welt. Leg's doch dahin. Naja. Passt, oder? So. Kann er das mal drehen? Jo. So vielleicht. Das ist natürlich schick. So. Wenn ich mich jetzt seitlich hinstelle, hat das dann im selben Winkel? Ne, jetzt dreht das hin, wie er gerade lustig ist. Der dumme Amschagar. So. Ey. Sag mal. Egal. So, oben. Na, ist doch gut. Kann man so lassen. Oben der Barren rein, dann drücken wir aufs Knöpfchen. Mal sehen, was passiert. Ich habe so eine Vermutung, dass überhaupt gar nichts passiert. Aber gut, wir sind mal gespannt. Aha. What? Das hat er mir gemacht. Ich glaube, der Amschagar beliebt zu scherzen. Jetzt haben wir zwei Hände. Ich weiß nicht, ob ich tragen kann. Hört sie an. I do not yet have the skill to do that. 40 Nahkampf, bitte. Amschagar, du kommst gleich ins Heim. Also muss ich mich entscheiden für eine Form. So, was ist das gute Pulver? Lecker kolkt. Kolkt Pulver. Komm, hau rein. So, jetzt mache ich den Barren da oben hin. Und dann sagt er mir, something's wrong. Und dann werde ich eine Form dahin beamen, und zwar diesmal die Einhänderform. Und ich hoffe mal, dass das ausreicht, denn wir schauen mal den Level ab. Naja, die 25.000 Erfahrungspunkte, die kriegen wir noch beim Rattenschlachten.
Ist doch kein Problem, Amshakar. Kein Problem. So, und nun? Something's wrong. Something's wrong. Das stimmt. Wenn da die Waffe rauskommt, dann machen wir hier die Form hin. Diesmal aber nur die eine, ne? Den Zweihänder. Schwert zu fertigen. So. Legt bereit. Alles klar. Ich hoffe mal, ich muss nicht wirklich das Ei da noch irgendwie schaden. 25er. Können wir auch nicht tragen, ne? I do not yet have the skill to do that. Wieso ist denn der Junge so... Okay. Was sagt denn das schlaue Buch? Keine Ahnung, sagt es. Nächste Frage. Wie zur Hölle komme ich hier wieder raus? Hast du hier keinen Platz mehr? Ja, okay. Jetzt habe ich Meteorsäbel. Soll ich noch eine ohne machen? Komm, machen wir noch. Ja, aber dann die Zweihänder kann ich nicht benutzen. Was soll der Quatsch? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir wieder rauskommen. Ich glaube nämlich nicht. Denn irgendwie... Oh, jetzt haben wir die Klinge. Vielleicht... Also ich kann die Klinge auch nicht führen. Nur mal so. Ich bin ja schließlich ein Magier. Ja. Wie kommen wir hier raus? Der Weg war eigentlich zu. Aber vielleicht ist er auf magische Weise wieder auf. Das kann natürlich auch sein. Es ist möglich. Aber wir schauen einfach mal. Wegteleportieren ist nicht, ne? Ja, zu ist die Tür. I'll never be able to move all this myself. Ja, das ist mir klar. Doch das Meteorschwert wird es regeln. Aber ihr versucht es auch noch nicht mal, ne? Guckt sich an und denkt, oh, ist das aber viel Arbeit. Dann lassen wir es. Was will er haben? Entwicklungshilfe. Mein Gott, Walter. So, auf. Auf. Okay, wir haben das Schwert. Und stecken fest und werden jetzt hier vergammeln. Oder sehe ich da nicht einen Weg? Nee, sehe ich nicht. Also wir kommen da nicht raus. Wir stecken hier fest. Vielleicht geht jetzt die Tür im Westen auf. Aber warum sollte sie jetzt aufgehen? Jetzt haben wir das Meteorschwert. Wahrscheinlich riecht's. Das. Okay. Bitte geh auf, bitte geh auf. Nein? Okay, vielleicht haben wir den Schlüssel gefunden. Irgendwo. Aha! So, wir kommen raus. Wir gehen raus. Ja. Gehen direkt zu jemandem, der sich damit aus... kennt. Das macht aber nichts, denn wir haben jetzt noch mehr Schlüssel. Mit dem wir jetzt hoffentlich hier Richtung Schmiede rauskommen. Aha! Schmiede. Das stimmt. So, jetzt wollen wir nochmal hoffen und beten fleißig, dass wir die Waffe anziehen können. Was nochmal? Segnung. Mega Drevo Vital. Hoch, rüber, hoch. Hoch, rüber, hoch. Hoch, rüber, hoch. Hoch, rüber, hoch. Junge. Ich sag's noch einmal, du kommst ins Heim. So ist fein. Vital. So, jetzt zieh das Schwert an. Avatar, nicht Avatar. Amshakar. Ging also gleich. So, da haben wir's. Dann haben wir den Salat. Wir tragen die Waffe, die ist toll. Leider haben wir jetzt weniger Magieresistenz, weniger Magie, aber naja. Wichtiger ist doch, dass wir die Waffe tragen können.
Die absolute Waffe. So, können wir da noch irgendwie drauf zaubern? Well, well. Here's something new. Bereit für die Verzauberung. Hätte ich das nicht tun sollen? Oh oh. Oh oh. Mega Vital Brezel. Nee, Mega Drehbuch. N. Tagebuch aktualisiert. Die Zeit ist für mich gekommen, meine Mission zu erfüllen. Ich muss zum Bunker der Isilden gehen und Iserbius vernichten. Oder sollte ich besser sagen, Akbar? Ja, wie kriege ich denn die Tür auf? Muss ich ja nicht irgendwie... Okay, das Schwert ist geschmiedet. Ja, fein. Und jetzt? Jetzt müssen wir zum Isilden-Bunker. Wo war der? Bei 4, ne? Stufe 4. Jawohl. 4 und dann hoch zu uns. Okay. Sollen wir nicht erstmal Meldung machen? Komm, wir gehen mal. Machen wir gleich. Wir gehen erstmal zum Chef. Stadt-Arx, negativ. Festung-Arx, genau. Vielleicht will der Herr Luntscha ja irgendwas von uns wissen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Tja, aber dass das Schmieden des Aufgezwungenen so dermaßen kompliziert ist, das kann ja keiner ahnen. So, guten Tag. Wir haben hier eine Schmiede, eine Waffe. Now you must find and destroy Akbar. Danke. May the wisdom of the Noden guide you, Amshakar. Ja. Von mir aus. Okay. Wir können ja zaubern. Dann nutzen wir sie aus. Mega Movies. Und die 5 Meter, die laufe ich gerne mit dem Turbo im Tank. So, 4 brauchen wir, ne? Das ist 4. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Mega Morphys. Kommt jetzt der große Endkampf? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh oh. Die alte Alina oder was? Amshigar, I've been thinking. Oh oh. Perhaps you are right. My father should know I'm alive. It must be your decision. Please, show him this, my signet ring. The sacred dagger took it as proof of my heritage when they saved me. Tell my father I'll wait for him by the lake. Moment mal, also ist sie doch die Tochter des Chefs. Ja, selbstverständlich. Daughter Aaliyah, I had lost all hope of ever seeing you again. Father, it's so good to meet you at last. I have missed you so much. This is unbelievable. I am so overjoyed to find you still alive. That joy is shared, Father. By the gods. This is a precious moment for my daughter and me. I shall allow no one to come and disturb it. Leave this room immediately. Don't be ridiculous. Good heavens, what are you doing here? You have what you want. Krauhaus is back in your hands, so I don't know what you think you're doing here. What has this to do with Krauhaus? We are here to celebrate the return of Aaliyah among her own, her true family, our order. Have you lost your mind? Perhaps you've lost your memory. Behold this treaty. The very pact agreed between our two peoples by Poxellus, your father. In the name of the kingdom, I, King Poxellus, King of Arx, pledge my fourth direct descendant to the Order of Adurnium. In return,
The Order shall provide the kingdom with Krahaus and Zoark. This child was promised to us, Lunshire. Let her come with us or prepare to die. Never! I was aware of no such treaty. I refute it entirely. What cause could you have to take my daughter? Guards! What? Don't be rash, Lunshire. Have some sense for change. What good are your swords against us? I thought you were a little more intelligent than that. This treaty was to ensure the rebirth of our queen. It just happened to save your pathetic kingdom as well. We need a queen, and that queen is Aaliyah. Aaliyah shall be queen, but queen of the humans. Comrades, fight to the death! Enough. No more bloodshed. I will honor Poxellus's word. I know not what lies in store for me in the Order of Edirnium, but it is not for me to bring judgment upon this treaty. The kingdom would never have won the War of the Magi without the Order's help, and we must honor our promises. Father, I accept this, because in my eyes, honor is the most important quality. I hope we shall meet again soon, but I'm afraid I must leave you now. Interessant. Achso, wurde noch mal kurz so eingeschoben. Das Ganze, alles klar. Ja. Der Poxellus, den haben wir ja schon gesehen. Von dem haben wir den lustigen Hut. Unten in der Krypta haben wir den Kollegen ja gefunden. Also offensichtlich ist der Typ. Der hat einen Plan, Quatsch, einen Vertrag ausgemacht mit denen. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ne? Deswegen... die Aaliyah ist weg vom Fenster. Aber ist ganz gut, weil wir hatten mit dem Orden sowieso nicht... Nämlich mit dem Orden. Mit den komischen Vögeln, die nicht mehr so viel am Hut. Was mich jetzt mal interessieren würde, was passiert, wenn wir jetzt mal bei denen Hallo sagen? Oder haben wir jetzt keinen... Doch, wir haben den noch. Den Schlüssel zum Unterschlupf. Kriegen wir jetzt aufs Maul. Ah, ja. Die haben einfach Reis ausgenommen. Ist das richtig? Logisch, es gibt keine Rebellen mehr. Die Rebellen sind jetzt wieder bei ihren... beim König. Hm. Ja, alles klar. Also kein Blutvergießen, sondern die ist freiwillig mitgegangen. Das ist ja nett. Von der Aaliyah. Tja. Dann sind wir hier fertig, oder? Wir können mal schauen, was sie in ihrem Kämmerchen hatte. Vielleicht ist da noch was Feines für uns dabei. Denn wir wurden ja leider so ein ganz, ganz bisschen rausgeschmissen. Oh, genau, die Schatzkammer können wir auch noch plündern. Es sei denn, sie haben alles mitgenommen, was ich mal nicht hoffe. Segen zaubern können wir ja auch wieder. Vielleicht finden wir noch was Angenehmes, wie irgendwas aus Mithril vielleicht. Wir haben ja schon Grahotz und das andere Zeug. Igitt. Gefunden. Locked. Locked. Ja, aber... wir zaubern mal ein bisschen. Mega Drevo Vitae. Drevo, was ist denn an dem N so schwer? So. Jetzt aber schnell. Hab ich gespeichert? I think I've damaged my tools. Ja, ja, das denke ich auch. Not really a very successful attempt. So, so, meinst du? There you go. So, was ist denn drin? Schattenleger, Lederbrigandinen. Schleichen, Rüstung. Giftresistenz, ja, okay. Wie? Wieso sind das schlechter? Ach nee, Kampfkraft wird herabgesetzt. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht so ganz. Rüstung plus 5, Rüstung plus 10. Wieso machen wir weniger Schaden, wenn wir die tragen? Der Rest bleibt gleich. Schleichen.
Hier ist die Rüstung auf jeden Fall besser. 26. Ich verstehe es nicht ganz. Weil sie magisch verzaubert ist? Aber wieso sieht man das denn nicht? Lederrüstung. Die Haltbarkeit ist auch komplett für den Hintern. Ja, so ganz begreife ich es nicht, aber zum Schattenleder passt das doch. Gut, dann nehmen wir das so. Warum auch immer. Aber jetzt kann ich sie nochmal verzaubern vielleicht. Und die Schattenmaske. Ah ne, ich habe Mithril, die ist noch besser. Und ich denke nicht, dass es hier Set-Boni gibt. So, hoffentlich haben sie auch nicht das abgeschlossen, das... Naja, ihren heiligen... Die Schatzkammer, Punkt. Okay. Hier haben wir ein bisschen Meisterdieb gespielt. Ich spring trotzdem mal drüber. Und das hätte ich gerne. So, wie geht's? Telekinese. GS. Okay. S. Aha, verzauberter Stahlzeug. Wäre ganz nett, aber nicht für uns, weil wir keine... Ach, aber er ist noch da, oder wie? Ist das ein Witz? Wieso ist er denn noch hier? Können wir die Tür zumachen, dass wir in Ruhe arbeiten können vielleicht oder so? Halt, da komme ich vielleicht nicht mehr raus. Das ist keine gute Idee. Andererseits... Was nützt mir das denn jetzt noch? Egal, jetzt sind wir schon mal hier. Locked. So, schön, wo ist Segen? Da ist Segen. Mega Drevo Vital. Na komm. Vital. So, schnell speichern. Jetzt mal gucken. It's too complicated for me. Okay. Trotz der... Trotz des Bonus. It's too complicated for me. Too complicated for me. Okay. Das letzte Trüchen haben wir noch. Aber. Moment. Mega. Drevo. 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 Ach komm schon. Komm schon, du Drevo. Mach doch bitte mal das, was ich dir befehle. Hoch. Runter. Hoch. Danke. Wirklich toll von dir, super. Ist auch zu kompliziert, oder? It's too complicated for me. Okay. Das war ein Griff ins Klo. Tja, wir stehen wohl doch nichts. Tja, gibt's hier noch irgendwas Tolles? Wahrscheinlich nicht. Ja, hier war ja Krahotz oder Zuhag. Und es hängt. Und ist abgeschmiert. Nee. Ja, ja, piek mich nicht. Achso, so, er sieht mich hier, ich laufe hier rum, alles kein Thema. Ja gut, das heißt ja, dass ich die Sache klaue. Na gut, kann man sie im Grunde schenken. Jetzt steht da ein Ernstes im Weg rum. Bitte? Achso, ist mich auf die Waffe gedacht. Okay, das ist alles kein Sinn. Das nächste Mal sehen wir uns im... Tempel von wie auch immer. Aber ob das wirklich schon die letzte Geschichte ist, das weiß ich nicht. Denn die haben es ja ziemlich faustig hinter den Ohren mit ihren ganzen retardierenden Momenten. Ja, denkst du, hast jetzt irgendwie den finalen Kampf und dann kommt doch nochmal was. Und dann klauen sie dir die Bla und dann hauen sie dich nieder und schleppen dich woanders hin. Und dann musst du erstmal den Zaubertrank finden, etc. pp. Also, naja, wird vermutlich noch einen Moment dauern, allerdings ich bin gespannt. Ja, Kampf gegen Akbar, gegen Iserbius, und dann geht's da weiter. Die Geschichte mit den Menschen und dem Arx im Königreich ist ja jetzt auch mehr oder weniger ja, passé. Da passiert wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Und naja, wollen wir mal schauen, wie das Ganze hier weitergeht oder aus. Toll. Mega vital. Genau, und mit diesen Worten, diesen Zauber. Brauchen wir nämlich nicht. Minus 14 Magie. Schlecht. Würde ich sagen, geben wir eine kleine Pause. Beim nächsten Mal geht es weiter. Danke fürs Zuschauen und sage bis
Da-da-dum.